Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut bei uns. Wir haben angefangen, Weihnachtsbastelei zu betreiben. Wir haben kleine oder große Geschenksäckchen gemacht mit Stofffarben, mit Bildern, die man aufklebt. Und wenn ihr sehen möchtet, wie sowas funktioniert, bleibt dran. Viel Spaß! Um jetzt für Weihnachten so ein kleines Säckchen als Geschenkverpackung zu haben, habe ich mir einfach ein altes Bettlaken genommen. Wir haben hier noch so lilafarbene, ganz normale Bettlaken gehabt. Irgendwann ist man ja umgestiegen auf diese sich so zusammenziehen, also die Gummi drum haben und sowas. Und das war so ein ganz normales Leinenbettlaken. Zum Glück hat man sowas alles noch rumliegen. Das habe ich mir einfach zugeschnitten, per Hand ein bisschen zusammengenäht. Soll ja bloß eine Geschenkverpackung sein. Wer eine Nähmaschine hat, ist klar ein Vorteil. Habe ich leider nicht. Mit Nähen wollte ich jetzt nicht auch noch anfangen, aber als Geschenkverpackung reicht mir das eigentlich, denke ich mal, so aus. Bevor ihr anfangt mit dem Gestalten, in die Mitte so eine Pappe reinlegen, damit es nicht auf die andere Seite durchkommt. Ganz egal, ob wir jetzt kleben oder mit Textilfarben rangehen, es drückt auf alle Fälle auf die andere Seite durch. Also legt euch da was rein. Eine Folie am besten auch nicht, weil eine Folie dann zu sehr zurücksuppt eventuell. Lieber eine Pappe, die den Rest an Farbe oder an Kleber ein bisschen aufsaugt. Oh, Engel. Ja, das ist der Hauptgrund, warum ich jetzt solche Taschen oder Geschenkbeutel überhaupt mache. Ich hatte euch in einem unserer letzten Videos gezeigt, dass ich bei La Blanche zugeschlagen habe, wie verrückt. Und da habe ich im Shop diese tollen Seidenpapiere bekommen, wo Blanche ja sagt, das kann man jetzt auf Textilien aufkleben, wenn man das richtige Klebemedium hat. Also die hat im Shop solchen Decoupage. Kleber und Lack extra für Textilien. Den habe ich mir natürlich gleich dazu bestellt oder gekauft, um das dann auch wirklich machen zu können. Und hier schneide ich mir dann jetzt die Motive zu. Und da Blanche dieses Jahr so mit Flieder und so auch Motive hat, habe ich mir gedacht, das passt jetzt super. Ich weiß gar nicht, nehme ich zwei. Ich habe mir ja mehrere bestellt. Theoretisch passen auch zwei hier drauf. Ne? Ja. Machen wir gleich zwei hier drauf. Ich habe mir dann alle weißen Stellen, so gut wie es ging, abgeschnitten. Man geht ja nachher eh noch mit Farbe drüber. Und dann wird jetzt erstmal das Bild eingestrichen, schön dick mit Kleber. Was heißt schön dick? Also so, dass es gut eingestrichen ist. Du hast eben gesagt, da geht man noch mit Farbe drüber. Ja, nachher über das Kissen und... Also da gibt es ja Videos von Blanche dazu, oder eins. Und so auf die Art mache ich das jetzt, weil ich die einfach so toll fand, diese Kissen, dass ich gesagt habe, dieses Material muss ich unbedingt haben. Aber wer Blanche kennt, weiß, man muss jedes Material haben. Ganz egal, was sie zeigt. Man muss es einfach haben. Oder auch nicht. Doch, man braucht es. Dann kommt auch noch Kleber auf die Stelle vom Stoff, wo das Bild jetzt hin soll. Du willst ja gar nicht, wie groß. Anzeigen müssen, oder nicht? So ungefähr. So. So ungefähr hat man das sowieso im Blick, finde ich immer. Also ich habe das immer ungefähr im Blick. So groß muss das. Meistens passt das. Und wenn nicht, dann wird es passend gemacht. Dann kann man noch was darunter streichen, noch was zumachen. So, und jetzt kommt dieser Kleber auch oben drüber. Ist ja Lack und Kleber, also oben drüber zum Versiegeln, damit man das Ganze nachher auch waschen kann. Und bleibt das flexibel? Das bleibt auch flexibel, ja. Du hast da nachher ein Brett. Nee, ein Brett soll es nicht sein. Ich habe es ja noch nicht gemacht, aber ein Brett soll es nicht werden. Es soll flexibel bleiben. So, mit dem zweiten wird es natürlich jetzt genauso gemacht. Wieder den Kleber auf das Blatt, auf den Stoff und über das Blatt auch nochmal drüber. Und damit das jetzt ein bisschen schneller geht, föhne ich das einfach trocken. Während meine aufgeklebten Bilder jetzt da noch ein bisschen trocknen können, fange ich hier schon mal an, Teil abzukleben. Ich möchte gerne
noch einen lilanen Rand um meine gestaltete Fläche nachher drumherum haben. Also klebe ich mir das jetzt mit so einem Kreppband ab, damit die Stelle dann wirklich nicht bearbeitet wird und man so eine kleine Einfassung hat als Bild oder ja, als Rahmen praktisch. Zur weiteren Gestaltung habe ich mir dann jetzt die Farben von Blanche ausgesucht, die ja von PentArt sind. Die hatte ich euch in einem letzten Video schon vorgestellt, wo ich die alle gekauft habe. Ich habe mir jetzt hier so ein zartes Flieder rausgesucht, ein Goldton natürlich und Türkis. Und das ein bisschen in so eine Schale gemacht, damit man da besser mit dem Stupfpinsel rankommt. Finde ich schöner, als wenn ich da mit dem Pinsel immer in diese Becher rein muss. Und jetzt kann man dann vorsichtig diese Umrandungen hier ein bisschen gestalten. Ihr könnt auf die Bilder hier noch mit drauf gehen, die hier sind. Kann man noch ein bisschen Farbe machen. Ihr könnt diese Farbe super toll wischen. Es muss nicht gestupft werden, wie bei anderen Farben. Die lässt sich super toll wischen. Und so will ich jetzt das ganze Feld hier innen so ein bisschen gestalten. Mal ein bisschen Gold, mal ein bisschen Flieder. Das ist ja kein Muster, sondern nur die Farbspiele. Erstmal ja. Ach, dann kommt noch mehr. Noch nicht alles. Mann. Man kann noch viel, viel mehr machen. Ja. Ihr könnt die Farben jetzt partiell entweder nur hier oben mal Gold machen, hier unten mal Flieder. Ihr könnt die ganze Fläche in einer Farbe stupfen oder wischen. Ich habe mir das jetzt alles so ein bisschen vermischt, alles auch mit dem gleichen Stupfpinsel gemacht und dann haben sich hier so Schattierungen nachher ergeben. Immer schön vom abgeklebten Rand hinweg wischen, nicht zum Rand hin, weil man sich das dann auch eventuell drunter schieben kann. So, und jetzt haben sich dann tolle Farbverläufe ergeben, finde ich jedenfalls, dass das gut aussieht. Wie gesagt, ihr könnt es in einer Farbe machen, ihr müsst es nicht verwischen, vermischen, verstupfen. Und jetzt musst du das erstmal wieder trocknen. Die Stofffarbe braucht jetzt immer gar nicht lange zum Trocknen. Also wenn ihr warten wollt, circa eine halbe Stunde. Ich habe jetzt wieder mit dem Föhn ein bisschen nachgeholfen. Und dann hatte ich ja diese tollen Schablonen gekauft, die bei Blanche da im Angebot waren, aber bei HSE und nicht bei ihrem Shop. Da muss man immer ein bisschen schauen, wo man die Sachen so bekommt. Und diese Schablonen spachtel ich mir jetzt hier ein bisschen drauf. Da brauche ich aber einen Kleber, einen Sprühkleber für und fixiere mir dann die Schablonen. Also wie gesagt, da ist jetzt Kleber drunter, jetzt wird das ein bisschen fixiert und dann kann man stellenweise diese Motive drauf schablonieren. Das mache ich jetzt hier mit Flieder. Heißt das Flieder? Das jedenfalls mit dem lila Ton, der jetzt hier in dem einen Set mit drin war. Man muss da auch gar nicht viel von der Paste nehmen oder von der Farbe nehmen. Muss auch gar nicht so jetzt ein Muster komplett sein. Ihr könnt auch angebrochene Muster drauf schablonieren. Aber also doch nicht über das Bild drüber. Stücke vom Bild. Dann siehst du den Engel nachher ja nicht mehr. Hier ist der Engel und ein bisschen was. Mach keinen Fehler. Möchte ich da schon noch drumherum schablonieren. So, ich habe jetzt einen Teil davon drauf schabloniert. Ich finde, das sieht immer edel aus. Auch mit dem Flieder oder lila Ton. Und jetzt kommen hier hinten noch ein paar. Du hast gar nicht das ganze Bild gemacht, ne? Ne, nur stellenweise. Nur, dass so ein bisschen Muster kommt. Also theoretisch könnte man noch weniger machen, aber ich mag gerne viel, also mache ich auch viel. Ja, und auch an dieser Stelle mache ich jetzt hier so verteilt ein paar Muster mit hin. Muss nicht alles übertragen werden, nur so stückchenweise, soll ja auch immer alt, vintage, shabby, so ein bisschen aussehen. Also können die Muster ruhig schon wie verblasst aussehen, also dass nur noch stellenweise Muster drauf ist. Also mit diesen Schablonen und Farben kann man spielen, wie verrückt. Also das ist so cool. Wir lassen uns überraschen, wenn es fertig ist. Die lassen sich so toll arbeiten, also das ist so edel. Also hier habe ich dann jetzt bloß so stellenweise noch wieder was drauf gemacht
Und das ergibt dann jetzt wieder ein schönes, komplettes Gesamtbild. Das muss dann jetzt auch wieder in Ruhe trocknen und dann können wir dann noch ein bisschen was dran gestalten. Noch mehr? Noch ein bisschen. Ach du Scheiße. Ein bisschen geht immer. Jetzt kann man da noch mit so einem Perlmaker rangehen, Perlenmarker-Pen oder wie die alle heißen. Die gibt es ja von ganz vielen verschiedenen Firmen. Dann sucht ihr euch einen aus. Ich kann euch auch gerne unter dem Video verlinken, wo man solche Sachen bekommen kann. Perlenpen. Da macht ihr euch noch ein paar Punkte drauf, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch Strasssteinchen da hinsetzen. Ich habe jetzt hier noch so viele von diesen Perlmakers, dass ich einfach diese Teile jetzt mal verwende. Und weil ich diese tollen Anhänger von La Blanche auch so toll finde, kommt jetzt da nachher an die Schleife zum Schluss auch so ein toller Anhänger mit dran. Wir haben uns da jetzt schon ein Bild ausgesucht. Das habe ich mir hier schon mal ausgeschnitten. Dazu den passenden Glaskabuchon, so einen runden hier mit den Öschchen. Dann brauchen wir den großen. Dann brauche ich auch ein anderes Bild. Menschenskinder, auf was man alles achten muss. Mein gut, dass wir vorher noch mal geguckt haben. Wie bei den Bordüren. Wie bei den Bordüren. Dann haben wir geguckt und nochmal geguckt doch und dann war doch falsch. So, richtigen Glaskabuchon aussuchen. Den Kleber oder 3D-Lack von Pentart oder La Blanche. Bisschen was drauf geben. Na komm, man kommt da jetzt schon raus. So, ein bisschen was drauf. Wenn jetzt hier Tropfen. Oh. Die Flasche ist kaputt, deswegen kommt da nichts. Oh. Na toll. Dann wird der Glaskabuchon einfach auf dieses schöne Bild draufgesetzt. Dann soll man das ein bisschen hin und her schieben, bis der Kleber sich schön verteilt hat. Und jetzt musst du das erstmal trocknen. Und dann kann man es auch schneiden. Wenn du hier tropfen hörst, ja, das ist mein Schweiß. Weil du so schwitzt, ja. Oh, aber wie verrückt, jetzt heute wieder warm war. Im Keller ist ja hier, Gott sei Dank, der kühlste Raum. Und trotzdem. Mit 20 Grad. Trotzdem ist das heiß. Ja, trotzdem ist das heiß. Ich habe dann das Bild jetzt ausgeschnitten und das wird dann mit Heißkleber hier in dem Anhänger festgeklebt. Ja, bloß aufpassen, dass das richtig rum ist. So. Und schon hat man einen super tollen Anhänger fertig. Schön. Ja, die sehen immer edel aus. Wir haben die Farben dann jetzt über Nacht trocknen lassen und meine erste weihnachtliche Geschenktasche oder Säckchen ist dann jetzt fertig. Was heißt Säckchen? Das ist ein richtiger Sack. Dann kann ich jetzt mein Geschenk da drin einpacken und dann auch das tolle Band dann jetzt hier endlich verwenden. Ich nehme mal da ein bisschen diese Tiere. Und hier seht ihr jetzt mein Geschenk, was ich einpacken möchte. Na, hoffentlich guckt die nicht, die das kriegen soll. Ach, nee, das nicht. Alles guckt sie nicht. Und ihr Geschenksäckchen wird sie jetzt nicht gerade interessieren. Und was drinnen sieht man nicht. Das kann ich jetzt da dran schön einpacken. Und dann hat man nicht nur ein schönes Geschenk, sondern auch ein schönes Säckchen dazu. So, und jetzt seht ihr dann auch, warum ich hier oben nicht so einen Umschlag mit eingenäht habe, wo jetzt das Band eigentlich durchgefädelt werden könnte, wenn man wollte. Dann hätte ich jetzt ein riesen langes Stück gebraucht, aber man wird ja geizig am Material. Wenn das so ein schönes Material ist, möchte man ja davon mehr machen können. Und so brauche ich jetzt bloß einen Bruchteil von der Meterzahl, die ich sonst gebraucht hätte. Wird das schön zusammengeknotet. Diese Band ist einfach edel. Und jetzt kommt da noch mein schöner Anhänger mit dran. Kann man hier so durchfädeln. Vorsichtig. Da wird sie sich freuen. Hoffentlich. Dann ist nachher noch die Verpackung noch das Schönste an dem ganzen Geschenk. Die Schenk selber ist ja auch schön. So, und dann hat man hier noch so einen schönen Anhänger dran.
Ist natürlich jetzt blöd mit dem runden Geschenk, weil das einfach nicht steht. Aber das Säckchen ist hübsch. Schöne Verpackung, schönes Geschenk. Einfach edel, finde ich. Ich habe dann jetzt natürlich auch noch so kleine Säckchen dazu gemacht gleich, damit dann alles komplett gleich eingepackt aussieht. Ich finde es immer schön, wenn alle Pakete in einer, entweder in einem Papier oder in einer Variante Säckchen dann jetzt eingepackt sind. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen, mit diesen Farben mal zu spielen, diese tollen Bilder mal auf Stoff aufzukleben, also diese Reispapiere, nicht Seidenpapiere, wie ich gesagt hatte. Ich habe auch zwischenzeitlich meinen Kleber wieder repariert, einfach Tape dran gemacht und jetzt kann man den Rest natürlich. Das hat doch ja keiner gemerkt, dass der kaputte Jan ist. Doch, das hat man gesehen im Teil. Ich denke mal schon, dass man das sieht, dass ausgerechnet mein Kleber dann kaputt geht. Aber man kann alles reparieren. Es gibt so gut wie nichts, was man nicht reparieren kann. Probiert es also mal aus, solche Säckchen für Geschenke euch zu basteln. Vor allem diese schönen Anhänger, die sind so genial. Bei La Blanche findet ihr da noch welche auf der Seite im Shop zu kaufen. Ich verlinke euch alle Materialien wie immer unter dem Video. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.